Drei vermummte Männer lauerten Frank Magnitz, Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender der AfD Bremen, vor dem Theater am Goetheplatz auf, als er den Neujahrsempfang des Weserkuriers in der Bremer Kunsthalle verließ. Mit einem Kantholz schlugen sie ihn bewusstlos und traten weiter gegen seinen Kopf, als er bereits am Boden lag. Dem couragierten Eingriff von zwei Bauarbeitern ist es zu verdanken, dass die Angreifer ihr Vorhaben nicht vollenden konnten und Frank Magnitz mit dem Leben davongekommen ist. Der Vater von 6 Kindern und Ehemann einer Deutsch-Türkin liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Der polizeiliche Staatsschutz und die Staatsanwaltschaft Bremen ermitteln, da die Tat politisch motiviert gewesen ist. Gerade erst der Sprengstoffanschlag in Döbeln auf ein AfD-Büro, jetzt der feige Mordanschlag auf Frank Magnitz. Immer wieder wird die AfD Ziel linker Angriffe, die von den anderen Parteien nur zaghaft verurteilt oder insgeheim von manchen sogar unterstützt werden. Hass und Hetze von Medien und Politik zeigt Wirkung. Im Gegensatz dazu Herr Özdemir, der zwar das Ganze auch verurteilt hat, aber sofort wieder damit kommt, Nazis raus. Und in dem Moment schafft er wieder den Anlass für den nächsten Anschlag, indem er eine demokratische Partei mit den Nazis gleichsetzt. Denn mittlerweile sitzen Abgeordnete in diesem Haus, die kann ich nicht anders bezeichnen als Rassisten. Wer sich so gebiert, ist ein Rassist, sehr geehrte Damen und Herren. Sie hatten ja vor kurzem einen politischen Aschermittwoch. Mich hat es eher an eine Rede im Sportpalast erinnert, sehr geehrte Damen und Herren. Der stellvertretende Vorsitzende der SPD, Ralf Stegner, rief schon 2016 dazu auf, Vertreter der AfD zu attackieren. Ex-SPD-Chef Schulz will die AfD auf dem Müllhaufen der Geschichte entsorgen. Und ich finde, es ist Zeit, dass die Demokraten in diesem Lande sich gegen diese Art der rhetorischen Aufrüstung, die am Ende zu einer Enthemmung führt, deren Resultat Gewalttaten auf den Straßen ist. Es ist Zeit, dass die Demokratie sich gegen diese Leute wehrt, Herr Präsident. Herr Gauland, die Menge von Vogelschiss ist ein Misthaufen und auf den gehören Sie in der deutschen Geschichte. Johannes Kahrs, SPD-Abgeordneter aus Hamburg, fordert ein Verbot der AfD. Saschan Schäpli, ebenfalls SPD, findet, man sei im Kampf gegen die AfD noch zu still, zu bequem, zu zaghaft, zu wenig radikal. Und erst vor 3 Tagen forderte die SPD Bremen doppeldeutig, gegen Populismus muss man eintreten. Und man wolle dafür sorgen, dass Bremen ein schwieriges Pflaster für die AfD bleibt. Auftrag erfüllt. Was machen die Medien daraus? Auch dort geht die Hetze weiter. Man sorgt sich nicht um das Leben eines Bundestagsabgeordneten, man bezeichnet ihn als Rassisten und fürchtet, die AfD könne von dem Mordanschlag profitieren. Ich bin absolut schockiert über diese widerliche Tat und kann dazu nur konstatieren, dass die Hetze gegen die AfD und das mediale Treiben gegen eine demokratisch gewählte Partei Früchte trägt. Heute ist ein schwarzer Tag für die Demokratie in Deutschland. Die Polizei sucht dringend Zeugen. Wer hat den Angriff auf Frank Magnitz im Bereich des Goetheplatzes in Bremen beobachtet? Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362 388 zu melden. Jetzt Kanal abonnieren und nicht vergessen, Benachrichtigungen aktivieren.